So, ich bin jetzt hier bei BMO am Stand. Wir gucken uns mal hier ein paar Neuheiten an und da ist einiges dabei, gerade hier im Schaufenster zu sehen. Wir haben hier, die steht ja hier im 1:1 Original, wir haben hier die Einheitslok 99.73 im Fotografieanstrich. Die ist hier bereits da, also die könnt ihr hier bei BMO in Leipzig sehen bzw. dann auch käuflich erwerben, halt am Shop oder eben bei den entsprechenden Händlern. Dann haben wir hier Spur H0M, ne? Eine Werbelok, die GE47 hier. Auch hier ganz neu zu sehen in Leipzig bei BMO. Dann hier oben die Neuauflage der Stangenlok. Nostalgie Stangenlok G24222. Als Modell erhältliche Lok 221. Stangenlok. Hier. Zu sehen. Ich glaube noch als Muster. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte gehört, dass das erst dann noch kommt. Aber könnt ihr hier schon euch ansehen. Kommt oder ist bei BMO dann da. Dann haben wir hier die Güterwagen und hier in Rungenwagen mit Holz, auch bei BMO jetzt hier. Dann haben wir hinten den Bahndienstwagen als Jahreswagen 2024 erhältlich. Dann hier als Neuauflage der Kopp-Containerwagen. Dort haben wir die Steuerwagen, Neva, Retika, Steuerwagen, Neurot. So, hallo, guten Morgen. Schauen wir hier mal, was hier noch so Schönes zu sehen gibt. Die hatte ich ja gerade schon vorgestellt. So, Sächsische Bahnen hier, die 99er Variante. Dort hinten in der grünen Variante. Sächsische Staatsbahnen DRG, DG, Altbaulok. So, davor sehen wir die Diesel-Lok VL45H. Das übrigens nochmals der Schnellzug der 80er Jahre, ist auch im aktuellen Neuheitenprospekt zu sehen bei BMO.
So, hier sehen wir Handmuster. Die werden jetzt auch demnächst kommen. Ich denke mal, in Friedrichshafen werden wir mehr erfahren. Aber hier auch schon mal im Rohmodell zu sehen. Wie gesagt, das sind hier noch reine Handmuster. Und hier eine schöne E-Lok davor. So, hier Berolina Express, neue Kündigung für 25. Ja, habe ich leider hier nur das Bild hier im Katalog, was ich euch zeigen kann. Habe ich jetzt hier noch nichts gesehen vor Ort. So, und das hier ist eine Universallokomotive, nachtblau-beiger Farbgebung. Werbelok. Hatte ich euch ja schon gerade eben auch mal gezeigt. So, und die wird es noch in dieser Farbgebung geben. Ja, und das habe ich ja schon gezeigt, der Niederungwagen und der Holztransportwagen, beziehungsweise hier der Holztransportwagen der Wagen. Ja, gibt hier einige interessante Neuheiten, Formneuheiten, was es bereits gibt, beziehungsweise was demnächst kommen wird. Bei BEMO. Und übrigens, ich habe hier noch die andere Farbvariante gefunden von der Lok. Das dachte ich zumindest. Ist aber doch eine ganz andere hier. Gibt es ja hier in zwei Farbgebungen. Ja, ist schon cool. Hier sieht man auch die fahrenden Modelle. Auch nicht schlecht. Ja, hat man hier einen schönen Überblick noch. Kommt einfach mal bei BEMO vorbei. Bernina. So, da war ich jetzt hier mal bei BEMO gewesen.